Hello, herzlich willkommen zu einem neuen Nicht-Vlog, auch wenn ich es fast sagen wollte. Aber es ist ein DM-Haul. Ich habe seit einer Ewigkeit kein DM-Haul mehr gedreht. Ob ihr es glaubt oder nicht, der letzte war im März. Jetzt ist Dezember. Also für jemanden, der früher mindestens einmal im Monat sowas gedreht hat, bin ich echt stolz auf mich. Ich weiß, sehr viele von euch würden sich wünschen, dass wieder mehr DM-Hauls kommen, aber ich glaube, es wird eher bei der Frequenz, wie sie jetzt ist, bleiben, so vielleicht zweimal im Jahr. Vielleicht werde ich auf Instagram mal häufiger so auf Stories hochladen, wenn ich so kleinere Dinge kaufe, so ein paar Teile, aber diese riesen XXL, keine Ahnung was, wird es nicht mehr so oft geben, einfach weil ich das nicht mehr mache. Und irgendwie ist mir die Lust daran so ein bisschen vergangen. Also ich hoffe sehr, ihr könnt das verstehen. So, aber nichtsdestotrotz freue ich mich heute ganz besonders, dass ich zu DM fahre, denn ich habe wirklich ein Goal. Ich habe eine ganze Liste, die ist echt lang mit Sachen, die ich besorgen möchte. Es steht ja bald Weihnachten an und hatte ich euch ja im Weihnachtsgeschenke-Video gezeigt. Ich verschenke eigentlich jedes Jahr halt so kleine Kosmetikkörbchen und generell halt Kosmetika. Außerdem brauchen wir auch für zu Hause ein paar Sachen. Hier, schaut mal, ich habe echt viel zu besorgen. Und Henrik kann es auch schon kaum erwarten, dass ich wiederkomme, weil er danach mit mir Geschenke einpacken kann. Yay. Alle Jahre wieder. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be all right. It's holiday. Das hat irgendwie alles viel länger gedauert, als ich dachte. Ja, ernsthaft, ich nehme mir jedes Jahr aufs Neue vor, so du gehst nicht mehr an einem Samstag in der Adventszeit einkaufen. Es ist einfach viel zu voll und zu stressig. Das ist so die Nummer-1-Regel für Stressreduktion in der Adventszeit. Aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Jedes Jahr wird es trotzdem ein Samstag. Also es hatte jetzt zur Folge, dass dieser Einkauf so eine Stunde gedauert hat, vielleicht sogar noch länger. Aber ich habe es geschafft. Macht euch auf ein paar super spannende Dinge gefasst, wie Klopapier. Nee, ehrlich, ich habe diesmal halt auch viele Sachen für zu Hause eingekauft, nicht nur so die YouTube-Telegen-Beauty-Sachen, keine Ahnung. Ich habe ganz viele Kerzen gekauft, weil es ist echt so, in letzter Zeit, jeden Abend habe ich hier Kerzen an und die gehen einfach so schnell alle. Vielleicht erinnert ihr euch an das Deko-Video, da habe ich euch doch diesen hübschen Kerzenständer gezeigt und da kommen jetzt hier diese Kerzen rein. Eigentlich könnten wir das mal ausprobieren. Ich bin nämlich selbst gespannt, wie das aussieht. Wow, die passen perfekt, sehr gut. Okay, das bessert gerade echt meine Laune. Ich war ganz ehrlich, ich hatte gerade echt so ein bisschen dieses Gefühl, dass diese ganze Hektik auf mich übergeschwappt ist. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich mich darüber geärgert, dass ich es habe überschwappen lassen. Und egal. Das macht mich jetzt hier gerade glücklich. Also die werden heute Abend angezündet. Und eigentlich, oh mein Gott, meint ihr, das soll ein Adventskranz sein? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir haben keinen. Ich habe voll verpeilt, einen zu machen dieses Jahr. Ich glaube, das wird jetzt einfach unser Adventskranz. Sehr gut. Aber ich habe noch viel, viel mehr Kerzen mitgenommen. Das scheint jetzt für den einen oder anderen so übertrieben, aber ist es echt nicht. Das werden wir 0, nichts hier aufbrauchen. Ich finde das immer so herrlich, wenn man Besuch hat, hier alles dunkel ist, nur die Kerzen anzumachen und halt die Lichter vom Tannenbaum. Das ist dann so schön gemütlich, deshalb Kerzen. Viele, viele Kerzen. Die waren auch alle ohne Duft. Nur diese hier, deshalb zeige ich euch die mal gesondert. Die heißt Raumdüfte zum Wohlfühlen. Ich glaube, das ist die DM-Eigenmarke. Ich kaufe eigentlich so gut wie gar keine Duftkerzen mehr bei DM, weil ich bekomme Kopfschmerzen davon und viele Düfte finde ich zu extrem. Aber das ist für so eine günstige Duftdrogeriekerze, wie auch immer, so ein schöner Duft und ich finde auch eine so schöne, hochwertig aussehende Verpackung. Es kommt bei uns ins Badezimmer rein. Es riecht nach so richtig gut duftender, frischer Wäsche. Also jetzt muss sie nur noch auch diesen Duft hier gut im Raum verteilen. Das ist ja dann nämlich auch noch immer so eine Sache. Aber riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut.
Apropos Düfte, habe ich dann auch noch hier dieses Teil nachgekauft. Das habe ich eigentlich immer bei uns im Gästebadezimmer stehen oder in irgendeinem Badezimmer. Und es steht auch ungefähr in jedem zweiten Restaurant, so auf der Gästetoilette, ist mir mal aufgefallen. Das Black Bamboo von Ipuro. Und ich kann es eigentlich direkt aufmachen, weil das alte ist leer. Ich wollte es eigentlich in groß kaufen, leider hatten die das nicht. Ich finde, die kleinen sind immer recht schnell leer, aber also, falls ihr diese Teile nicht kennt, hier macht man einfach die Holzstäbe. Ja, doch, das kennt man doch, oder? Ja, das kennt ihr. Aber ich finde, das riecht halt sehr, sehr schön. Der Duft kommt sogar jetzt noch raus, obwohl hier so ein Siegel drauf ist. Oh, das wollte ich seit langer Zeit schon ausprobieren. Das haben mir nämlich so unfassbar viele von euch empfohlen. Das heißt Waschei. Ich bin höchst skeptisch. Das soll wohl Waschmittel ersetzen. Also irgendwas, das scheinbar, tut man hier in dieses Ei. Und irgendwie soll das die Wäsche, wie viele Wäschen? 144 Mal sauber machen? Also wenn das funktioniert, wäre das ja echt genial. Und wenn man sich vor allem dieses ganze Waschmittel kaufen dann sparen kann. Okay, jetzt könnt ihr mich auslachen. Apropos Waschen. Wir haben ja jetzt einen Trockner ganz neu und dieser Trockner macht mich aus irgendeinem Grund so glücklich. Wir hatten noch nie einen Trockner. Deshalb wollte ich jetzt so neue Sachen für den Trockner ausprobieren. Das sind nämlich Trocknertücher. Ich habe keine Ahnung, ob man das wirklich braucht. Nutzt ihr das? Leute, die schon länger einen Trockner zu Hause hatten? Ich glaube nicht, dass es wirklich unbedingt notwendig ist, denn wir haben schon ein paar Dinge getrocknet und die sind so schön weich geworden. Und die Handtücher, also es fühlt sich wirklich ganz anders an, als wenn man es nur in der Waschmaschine halt wäscht und dann Luft trocknen lässt. Also ich nehme mal an, dass man sie nicht wirklich braucht, aber ich probiere mal aus, ob es dann noch besser funktioniert. Soll auch irgendwie noch ein bisschen Duft geben. Und weil ich mich so sehr für Wäsche begeistern kann in letzter Zeit, haben wir hier noch so ein Wäscheparfüm. Sowas habe ich auch noch nie ausprobiert. Ich habe was genommen, was hoffentlich auch Henrik gefällt vom Duft. Noch eine Kerze. Als nächstes haben wir zwei Gesichtsmasken. Beide sind von Luvos. Also die eine ist eine Hydromaske, also für mehr Feuchtigkeit, und die andere soll halt mehr reinigen. Was mir daran besonders gut gefällt, das ist ja Naturkosmetik. Aber Naturkosmetik ist auch nicht gleich Naturkosmetik. Die haben aber dieses Cosmos Natural Label. Oder Cosmos Natural. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht. Und seit der Sache mit meinen Parfüms weiß ich, wie schwer es ist, diese Auszeichnung zu bekommen. Heißt, hier sind wirklich gute Inhaltsstoffe drin und meine Parfüms haben das übrigens auch, deshalb cool. Bin mir ziemlich sicher, dass ich die gut finden werde, weil ich mit Luvos nur gute Erfahrungen gemacht habe. Immer wenn ich so kleine Pickelchen bekommen habe, auch früher schon, habe ich immer die Heilerdemaske von denen benutzt. Und die hat wirklich alles super gereinigt und alles sofort abklingen lassen. So wirklich, dass man echt nach 15 Minuten einen Effekt gesehen hat. Weil oft macht man ja Masken drauf, wäscht das ab und denkt sich so, ja okay, das hat jetzt Spaß gemacht und war cool, aber wo ist der Effekt? Und da habe ich halt echt immer einen Effekt gesehen. Wenn ich die gut finde, werde ich die auch nochmal nachkaufen und in meine Weihnachtskörbchen reintun. Genauso wie Socke 1 und Socke 2. Ich wollte die eigentlich in rosa kaufen. Die habe ich nämlich selbst auch in rosa. Die sind, oh mein Gott, das ist so weich. Also wenn das ein Körbchen wäre, Maya würde sich sofort reinlegen. Und die kommen auf jeden Fall auch in zwei Weihnachtskörbchen rein. Von Maya. Ich habe hier so kleine Trainingshappen gekauft. Jetzt, da es draußen so kalt ist und wir nicht mehr so diese super langen Runden laufen, zumindest, also wir laufen schon noch lange Runden mit ihr, keine Sorge, aber es ist halt schon so, dass wir im Sommer deutlich mehr draußen waren alle. Deshalb versuche ich Maya jetzt halt zu Hause ein bisschen mehr zu beschäftigen und halt ihr neue Tricks beizubringen. Vielleicht habt ihr das letztens auch in Stories gesehen und ja, kann das dann schnell mal passieren, dass man den Hund überfüttert. Deshalb macht es sich ganz gut, dachte ich, dass die hier so ganz klein sind. Maya! Leckerchen? Blech, stinkt. Guck mal, gefällt dir das? Ja. Obes, weil... Okay, das ist selbsterklärend. Ganz ehrlich, ich habe das mit diesen Tassen probiert. Ich habe, ja, eigentlich nur das mit den Tassen probiert. Es war irgendwie nicht so für mich. Ich fand es zu unpraktisch. Vor allem, wenn man irgendwo unterwegs war und das Ding halt leeren musste. Ja, weil ich weiß, immer wenn ich Tampons zeige, fragen mich Leute so, hey, hast du schon mal dieses Menstruationsei, wollte ich das nennen. Aber das heißt Wäscheei und Menstruationstasse. So, genau. Ob ich die jemals probiert habe. Und ja, ich habe die ausprobiert. Ich habe auch welche zu Hause, aber es ist einfach nicht mein Ding. Dann, aus irgendeinem Grund ist es mit meine Lieblingsabteilung im ganzen DM. Duschgele. Ich habe absolut keinen Plan, warum, weil so spannend ist diese Produktart ja eigentlich auch nicht. Aber ich
könnte da stundenlang stehen und mir diese Flaschen angucken. Und zwar einmal von Le Petit Marseillais. Ihr wisst ja, die mag ich total gerne nach wie vor. Und das war jetzt, glaube ich, eine neue Duftrichtung. Oh, falls ihr den Kneipp-Badeschaum kennt, so einen mit Mohn, der ist so lila irgendwas, das ist ganz ähnlich. Und hier ist wohl auch irgendwie Klatschmohn drin und Baumwollmilch. Und oh, es ist so ein toller Duft. So, und das zweite, das ist viel sanfter vom Geruch, Olivenöl und Shea Butter von Titisept. Ja, und eins davon kommt auf jeden Fall in ein Weihnachtskörbchen. Ich weiß nur noch nicht, welches. Henrik hatte sich außerdem gewünscht, dass ich ihm ein Deo mitnehme. Ich hoffe, das war das Richtige. Ich glaube, das ist das, was er im Moment benutzt. Und dann, das fand ich so cool, weil Henrik mich tatsächlich gebeten hat, so, ihr werdet denken, dass ich mir das ausgedacht habe, aber es ist tatsächlich so, dass ich ihm bitte ein Körperpeeling mitnehme. So, er hat es eigenhändig auf meine Einkaufsliste geschrieben. Ich war so, was? Das ist so null Henrik. Henrik benutzt so Duschgel, um seine Haare zu waschen oder Bodylotion, um sein Gesicht einzucremen. Und jetzt wollte er ein Peeling. Okay. Und ich stand so vor den Peelings, dachte so, okay, welches nehme ich? Und das ist das, was mir als erstes ins Auge gefallen ist. Und das passt einfach wie die Faust aufs Auge zu ihm. Es ist ein Coffee Scrub, Leute. Jetzt müssen wir aufmachen. Ich bin so ein bisschen skeptisch, weil das überhaupt nicht nach so einer Paste oder so klingt. Ich glaube, sowas kann man auch eigentlich sehr, sehr leicht selber machen. Ich habe sowas sogar schon mal sehr, sehr leicht selbst gemacht. Und danach sah die Badewanne aus wie ein absolutes Schlachtfeld. Ich glaube, auch der Kaffee, den wir jetzt im Moment haben, den würde Henrik nicht hergeben für ein Peeling. Es riecht gut. Es riecht aber... Es riecht so nach... Nach polnischen Süßigkeiten. Ernsthaft. Dann... Oh. Das war so eine angenehme Überraschung, habe ich nämlich Fotos ausgedruckt. Normalerweise, jedes Mal, wenn ich bei DM diese Sofortfotos zum Mitnehmen ausdrucken möchte, ist das ein solcher Struggle, weil irgendwas immer nicht funktioniert. Aber jetzt haben die Monitore ausgewechselt und es ging einfach so schnell und ohne Probleme. So, wirklich, ich musste niemanden holen. Normalerweise muss man ja immer irgendwen von den Kassiererinnen holen. Aber irgendwas scheinen die da geändert zu haben. So, es hat jetzt echt richtig leicht funktioniert. Ich habe auf jeden Fall hier welche im 10x15 Format ausgedruckt und 15x20 ist, glaube ich, das nächstgrößere. Wollte unser Foto vom 10. Jahrestag unbedingt ausgedruckt haben. Generell eigentlich fast jeder Bilderrahmen bei uns ist leer und steht da halt, seit wir umgezogen sind, leer rum. Und ich meine immer so, ja, irgendwann drucke ich die Fotos aus und jetzt ist es endlich soweit. Schaut mal, hier ist Maria. Und hier auch. Ich bin offiziell zu so einer Hunde-Übermama geworden, glaube ich. Das nächste ist echt eine sehr große Empfehlung. Und zwar sind das die Invisibobble Scrunchies. Invisibobbles haben ja häufiger so neue Sachen, Neuerungen rausgebracht. Und ich habe ziemlich alles probiert. Und eigentlich, bis auf diese ganz normalen Original-Invisibobbles, hat mir nichts so richtig gefallen. Bis diese Scrunchies dann kamen. Ich habe eins, das sieht exakt genauso aus, weil mir die Farbe irgendwie am besten gefallen hat. Aber jetzt habe ich mir halt für oben auch noch eins gekauft. Ich hätte echt niemals gedacht, dass der Scrunchie-Trend jemals wiederkommt, weil ich die eigentlich ziemlich unhübsch finde, so, wenn ich die selber trage. Aber sie halten die Haare so gut zusammen. Und sie sind so weich. Das heißt, ich glaube echt, die Haare brechen weniger davon. Und trotzdem hat man diesen tollen Halt. Also ich finde die echt ziemlich genial und werde davon auch einige in meinen Weihnachtskörbchen verschenken. Als nächstes habe ich noch Mandelmus mitgenommen. Da Henrik und ich ja mittlerweile überwiegend vegan kochen, ist das so ein cooler kleiner Helfer in der Küche, der so schön bindet und Geschmack gibt und die Gerichte auch ein bisschen reichhaltiger macht, weil Nüsse natürlich viele Kalorien haben und auch gute Fette und so. Und dann, ihr wisst, was immer am Ende von einem DM-Haul kommt. Ich habe letztes Jahr an Weihnachten so unglaublich viel Tee bekommen, dass mir das fürs erste Viertel vom Jahr oder so gereicht hat. Eigentlich klingt das gar nicht so viel. Es war aber eigentlich viel, aber ich trinke auch viel Tee. Okay, auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen umgestiegen und kaufe mehr und mehr halt auch losen Tee. Besonders, wenn ich grünen Tee kaufe. Und eigentlich kaufe ich den auch nicht mehr so häufig bei DM. Aber jetzt habe ich ihn doch gekauft. Also es ist einmal der DM Bio grüner Tee und ich glaube auch von DM Bio, ja, Cranberry und Erdbeere. Das hat mich irgendwie so, optisch zumindest, an Fitvia Tee erinnert, den ich ja super toll finde, aber auf Dauer einfach echt sehr teuer. Mal schauen, wie es riecht. Fitvia riecht ja immer so, okay,
hier, es riecht ganz anders. Aber wird vielleicht trotzdem lecker sein. Ist auf jeden Fall deutlich günstiger gewesen. Und einen Teebeutel-Tee habe ich dann doch noch mitgenommen von Yogi Tea. Die finde ich nämlich von den Teebeutel-Tees eigentlich so mit am allerbesten. Der heißt Grüne Energie und da ist wohl irgendwie auch Guarana drin, Ingwer und eine ayurvedische Grünteemischung. Und das letzte sind einmal Wattepads. Oh, ich habe gesehen, das ist jetzt so welche aus, nee, nicht recycelt, aber aus so Bio-Baumwolle gibt. Und was ich auch immer wieder gerne nachkaufe für unsere Toiletten sind die, wie das klingt. Oh Gott, wer hat die Story gesehen mit dem Klo der Zukunft? Wer hat sie gesehen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Oh, ich musste irgendwie gerade dran denken. Also das sind auf jeden Fall die Klosteine von WC Frisch und ich nehme immer die, die aus 100% recycelten Kram hier. Oh, Nature Pack, irgendwas heißen die. Und die Geruchsrichtung ist Minze, Eukalyptus. Finde ich immer schöner als eine Zitrone. Irgendwie gefällt mir das besser, wenn ich auf dem Klo bin. Und das war's. Ach, gerade jetzt ist die Batterie ernsthaft leer gegangen, so kurz vorm Ende. Ich wollte euch noch einen wunderschönen zweiten Advent wünschen und euch sagen, geht nicht am Samstag einkaufen, wenn ihr es vermeiden könnt. Das ist in der Vorweihnachtszeit echt tödlich. Das nächste Video wird dann wieder ein Vlog sein. Freut euch schon mal drauf, weil wir haben so coole Dinge, die wir euch zeigen wollen und mit euch besprechen wollen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Also bis zum nächsten Video. Ciao!